Guten Morgen vom St. Hollow Reservoir hier in der Wüste von Utah, wo wir euch eigentlich jetzt schöne Bilder zeigen wollten von den Triathleten, die bei der Ironman WM am Samstag starten, bei ihrem ersten offiziellen Testschwimmen. Aber das wurde abgesagt. Es ist viel zu windig. Es ist erstmal ziemlich kalt hier. Die Temperaturen, die schwanken so täglich von 10 Grad, was natürlich sich durch den Wind etwas kühler noch anfühlt, bis zu 34 Grad, die im Laufe der Woche noch angekündigt werden. Aber es ist windig und es soll auch so ein bisschen in dieser Richtung bleiben erstmal. Niemand weiß natürlich, was am Samstag los ist, aber wenn es am Samstag so ist wie heute, dann wird es keine 3,8 Kilometer Schwimmen hier geben. Ja, das war unser kurzes Update von hier. Wie gesagt, andere Bilder hatten wir euch versprochen. Wir werden mehr dazu erzählen nachher um 13 Uhr in unserer WM-Show. Zu eurer Zeit ist das 21 Uhr, wenn es wieder heißt Utah 22, die WM-Show. Das erstmal als kurzes Update von hier. Wir sehen uns später.